jetzt schon auf. Wir machen die Sonntag auf, 100%. Ach, theoretisch kann ich die jetzt auch schon aufmachen, ne? Weil deswegen ist, heute haben wir kein Thema, ne? Also heute ist relativ spontaner Stream. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich Leute schon Wecker gestellt haben für Sonntag, Digga. Und nur Sonntag gerade reinschauen, weil die sich denken, boah, Sonntag öffnet der mein Paket und ich öffne das jetzt. Problem ist, wenn ich die jetzt sehe, hätte ich schon Bock, die aufzumachen. Was ist, wenn ich Sonntag angefahren werde und im Krankenhaus lande? Dann kann ich die nicht aufmachen. Chat, was sagt ihr? Sollen wir die jetzt aufmachen, die Pakete, ja oder nein? Mach jetzt, ja, Tam, dann machen wir die jetzt auf, Digga. Live im Stream, wir machen genau jetzt die Pakete auf. Deswegen für diejenigen, die irgendein Paket geschickt haben, nicht Sonntag, sondern jetzt spontan. Amigos, ich hole das erste Paket. Also das erste Paket ist von Gold Sophie. Habe ich jetzt schon den Namen geleakt? Ich kann jetzt schon mal sagen, bei dem Paket habe ich kein... Ach du Scheiße. Ich kann jetzt schon mal sagen, bei dem Paket habe ich keine Angst, weil da kann keine Ratte drin sein, Digga. Eine Rolex. Ja, toll. Was? Ach, ein Augenkissen, Digga. Geil, es ist ein Augenkissen. Das riecht geil. Also es riecht auf jeden Fall gut und ich werde es auf jeden Fall mal benutzen, Digga. Am Ende ist ein GPS drin mit Mikrofon und so. Und es ist eigentlich kein Augenkissen, sondern irgendwas zum Spionieren. Das Ding ist schwer. Also das Paket ist von keinem, ohne Absender. Boah, da stand Anleitung, ne? Also ich dachte, da steht Attention. Digga. Hier steht... Privatdetektivbüro, der erste Fall, das Krimispiel, Hidden Cameras, der Fall Klein, Borstelheim, Tatort. Okay, das ist höchstwahrscheinlich ein Spiel. Das Ding ist, das kann ich jetzt nicht ausprobieren, weil es würde viel zu lange dauern im Stream. Wie ist Maximilian Schuster gestorben? Wer hat euch den Umschlag gesendet? Da steht kein Absender drauf. War der Jacek. Sie war so vorbereitet fürs Fotoshooting, sie hat sich einfach Arm gebrochen. Das Paket ist sehr leise. Leise? Xbox? Oder was habe ich mit einer Xbox am Hut? Wireless Adapter for Windows 10. Bestimmt ist da Trojaner drauf. Damit du den Controller von Xbox am PC anschließen kannst. Bruder, wo hat dieser Typ gesehen, dass ich eine Xbox habe? Ich habe so eine Playstation. Also hier haben wir jetzt einen Brief zur Abwechslung von Gülsen. Adresse nennen wir nicht. Man merkt, ich hatte Weihnachten nie Geschenke, Digga. Meine Mutter hat mir immer nur Klamotten gegeben. Einfach eine Jeanshose. Oldum hier. Oh, handgeschrieben sogar. Digga, das muss man der Person auch hoch anrechnen. Hey Dennis, erstmal, ich hoffe, dir geht es gut und du hattest einen guten Tag. Dankeschön. Ich wollte dir danken für diese Ausstrahlung in deinen Videos, die du einem gibst und somit glücklich machst. Nach den Videos kommt ein Komma und dann die. Auf den. Auf ganz eklig. Ab den Stift, Jungs, ich muss korrigieren direkt. Ich supporte dich aus tiefstem Herzen und hoffe, du erreichst alle deine Ziele, die du vor dir hast, im Leben. Mach so weiter mit deinen Videos und deinen Streams. Die sind auf jeden Fall auf einem anderen Level gut. Einfach bevor man schlafen geht, Dennis on live gucken, besser geht doch nicht. Deswegen, wenn ihr es nicht macht, macht ihr was falsch. Wenn ich deine Videos schaue, vergesse ich einfach all den Stress, den ich habe und du baust mich mit deiner Art und Weise auf. Es ist schön zu sehen, wie du dir jedes Mal neue Formate ausdenkst, um uns zu unterhalten. Wie du dich hochgearbeitet hast, ist krank. Also du machst YouTube schon seit 5 Jahren und das alles, was du bis jetzt erreicht hast, hast du zu 100% verdient wie kein anderer. Ich kann auch mit Stolz, weil ich fühle mich gerade wie in der Schule, Digga. Ich kann auch mit Stolz sagen, dass ich eine Fanpage für dich habe und dich dort auch supporte, wie auch andere Fanpages. Deine Fanpages sind alle so freundlich und sind alle Herzenmenschen. Das Ding ist, ich muss auch sagen, viele haben mir auch geschrieben, so dass sie durch diese Fanpages neue Freundschaften geschlossen haben. Das ist natürlich auch krass. Sie machen alles mit Liebe und geben sich Mühe, Edits, / Videos zu bearbeiten und diese dann hochzuladen. Untereinander verstehen wir uns richtig und supporten uns sehr. Falls du das im Stream vorliest, grüße ich hiermit alle Fanpages. Ich hab dich lieb, pass auf dich auf und bleib gesund und glücklich. Ich hoffe, man sieht sich irgendwann, würde mich sehr freuen, dich zu sehen. Deine Fanpage, Dane sonst Herz. Uns klatschen mal, Digga, weil das war süß. Klatsch weiter, Jungs, wir müssen strecken das Video auf 10 Minuten. Wir sind bei 7 Minuten 15 weiter. Den direkt in den Schredder. Das nächste Paket ist auch ein Amazon-Paket. Was ist das wieder für ein Zeichen? Jetzt mal eine Frage, Chat. Habe ich jemals Xbox gespielt? Einfach wieder irgendwas für die Xbox. Ich guck mal kurz. Nicht, dass 90% der Pakete Xbox-Dings sind. Ich komme nicht zu Xbox, Playstation. Warte, ich brauche nur noch eine Xbox. Ich habe fast das ganze Set. Hier, Xbox Rechargeable Battery plus USB-C-Kabel. Also USB-C-Kabel kann ich auch für andere Sachen nutzen. An die Person, Dankeschön für dieses Geschenk. Ich bin kein Xbox-Dinger. Geil. Das Paket ist ein bisschen schwerer. Supporten. Das ist echt die falsche Farbe gewesen, ne? Supporten der Gruß von Support. Oh! Digga, sehr interessant. Also das Paket ist von Supportson. Und da muss ich auf jeden Fall auch nochmal ein paar nette Worte rauslassen. Supportson ist wirklich eine Fanpage. Wirklich viele, viele Fanpages machen sehr, sehr gute Arbeit. Aber ich muss sagen, bei Supportson, sie hat auch natürlich ihren eigenen Humor mit reingebracht und nimmt aus den alten Clips und auch von den neuen Clips Sachen und macht daraus was Neues. Deswegen an der Stelle auch sehr, sehr gute Arbeit und das fühle ich. Ach du Scheiße. Das meine ich, Digga. Sie bringt den eigenen Humor mit rein.
Weißt du, wie der Red Bull heißt? Da ist nicht Red Bull. Der ist Raid Bull auf dem Ferrate. Einfach nicht Red Bull, sondern Raid Bull. Also das ist geil. Richtig geil, Walla. Richtig geil. Das ist richtig geil, Walla. Ich gebe euch jetzt zu 100% mein Wort, Digga. Dieses T-Shirt werde ich tragen, wenn ich im Porsche fahre. Denn die Sonne dann im Porsche-Wappen, Digga. Welche Größe ist denn das? M. Jungs, ich zieh das an jetzt. Also ich muss sagen, das passt wie angegossen, Digga. Und es ist bequem. Also Qualität ist auch sehr gut. Geil, Digga. Dankeschön, Supportzone, für das Paket. Wir haben jetzt den nächsten Brief. Absender Anna aus Velbert. Hi Dennis, ich heiße Anna, bin 17 und komme aus Velbert. Das ist eine Kleinstadt neben Düsseldorf. Ich habe gerade deine Story gesehen auf Insta, wo du angekündigt hast, dass wir dir Briefe, komm mal vergessen, schicken können. Guck mal, ne? Ich sitze gerade in Geschichte und ich muss eigentlich einen Text schreiben. Komm mal, aber... Was? Aber lieber schreibe ich einen für dich. Also ich gucke deine Videos schon so lange und feiere dich unnormal. Ich finde deinen Humor bzw. deine Art so krank lustig. Du bist der einzige YouTuber, den ich richtig verfolge. Hab dich auf all deinen Kanälen abonniert, obwohl ich nie jemanden abonniere. Das war voll so traurige Nachricht gerade. Ich wach einfach jeden Morgen todmüde auf, weil ich am Abend davor entweder diesen Stream oder dein neues Video geguckt habe. Mach weiter so und lass dich von niemandem unterkriegen. Du kannst mir auf Insta schreiben, damit ich weiß, dass du, auf den Brief, dass du den Brief gelesen hast. Dann die Insta-Name. Hoffe, der Lehrer kommt nicht und merkt, dass ich keine Aufgaben mache. Schönen Gruß, Anna. Du wirst das höchstwahrscheinlich jetzt im Video sehen. Also das Video, was jetzt auf YouTube online gekommen ist. Und da auf jeden Fall auch nochmal einen großen, großen Dank für die netten Worte. Sehr, sehr süß. Einmal klatschen uns, bitte. So süß war der Brief nun auch nicht. Es fühlt sich an, als wäre da ein Stofftier drin, Digga. Ich habe sogar das Gefühl, dass da irgend so eine Ratte als Stofftier drin ist. Oh, hier wird's härter. Alter, was ist das, Bruder? Das macht mir Angst. Oh, darf ich das im Stream zeigen? Da ist ein Pickel drauf, oder was? Bruder, wenn das ein Bauchnabel ist, ich weiß nicht, da musst du zum Arzt gehen, Bruder. Das ist niemals ein gesunder Bauchnabel. An der Stelle, nein, ich bin kein Objekt, das ist nicht mein echter Bauch. So, da haben wir das nächste Paket mit Absender von Merve und Jeter. Merve und Jeter, soweit ich weiß, seid ihr auch immer im Stream dabei, ne? Proteinriegel sogar. Wie viel Eiweiß? Eiweiß 34%. Boah, das sieht sogar geil aus. Auf dem wächst Bicep schon? Ja. Der ist geil. Der ist von DM? Seit wann haben die Eiweißriegel? Ich bestelle mir die Dinger mal aus dem Darknet. Chat, ihr wisst eigentlich, dass ich diese kriminelle Schiene gar nicht mehr mache, ne? Also Kabelbinder brauche ich nicht mehr. Eine Hand auch? Wenn du keine Hand geben willst, wie findest du die Nagellackfarbe? Also ich sag dir ehrlich, wisst ihr, was ich an Nagellackfarbe oder allgemein an Nägel am schönsten finde? Dieses Weiß-Rosa oder Rosa-Weiß mit dem Übergang. Das soll nicht zu lang sein, aber auch nicht zu kurz. Also soll einfach die perfekte Mitte sein. Das finde ich schön. Die fühle ich jetzt tatsächlich zum Beispiel nicht, die Farbe. Das ist kreativ. Ich dachte mir erstmal, was soll ich damit machen, ne? Das ist einfach ein Screenshot von Spotify und ich soll das scannen und auf Spotify suche. Alter. Krass. Das nächste Paket kommt von Petra. Ist das die von Loredana? Die abgezogen wurde. Petra aus Nürnberg. Da ist ein Buch drin. Mein Geschenk an dich soll dir helfen, noch viele schöne Zitate richtig auszusprechen. Ich wünsche mir sehr, dass du in deinem... Warte, das ist ein Front. Weil ich immer Zitate bringe und sie falsch ausspreche, Digga. Ich meine das Richtige. Ich wünsche mir sehr, dass du in deinen kommenden Videos oder bei Reaction täglich ein Zitat aus dem Buch vorliest und dabei Grüße an Unbekannt versendest. Ich möchte unbekannt bleiben, da ich ein sehr großer Fan von dir bin. Ich habe den Namen vorgelesen am Anfang. Also du bist nicht mehr unbekannt. Vielleicht bin ich ja das schnelle Reh am Terminal 1. Bruder, bloß nicht an der Landstraße. Bis vielleicht bald Absender Unbekannt. Geiler Brief, also wirklich sehr, sehr schöner Brief. Und das Buch ist die schönsten Zitate und Weisheiten der Welt. Wir lesen direkt eins vor. Verbotene Speise schmeckt am besten. An der Stelle, Chat, merkt euch, Essen auf Nacken schmeckt immer noch am besten. So, das ist, glaube ich, mit so das größte Paket bis jetzt, ne? Absender, Aydin aus Mannheim. Ich wollte mich echt supporten mit Fitness, ne? Schon wieder drei Riegel. Oh, fuck. Ich habe einfach ihren Zettel zerrissen. Das ist einfach ihr Brief. Alter, fuck! Hallo Dennis! Zuerst danke ich dir dafür, dass du uns alle Tag für Tag zum Lachen bringst und du dabei dir selbst bleibst. Bin so gut wie in jedem Stream dabei und bin jedes Mal schockiert über die Qualität, die du uns bietest. Habe dir ein bisschen mehr Ausstattung rübergeschickt. Das ist safe eine Ari. Egal ob für die normalen Videos oder die Streams. Ich hoffe, du hast Spaß damit. Boah, jetzt bin ich richtig gespannt, ne? Wenn du das nicht bei deinem nächsten Freetags-Video trickst, werde ich richtig, richtig sauer. Tu uns diesen Gefallen. Oh, boah. Das Ding ist eigentlich Sache. Soll ich mich jetzt beleidigt fühlen? So einen großen Koffer habe ich nun auch nicht. Brauche ich mal ein Taxi? Damit du für den nächsten Herpes bewaffnet bist. Lippenherpescreme. Dankeschön. Jetzt bin ich gespannt, was das genau ist. Ich hoffe, dass es die richtige Größe ist, damit du in den Streams und in den Videos zu pervers aussiehst. Ach, es ist ein Nike-Anzug. Warte, ich brauche einfach keine Klamotten mehr kaufen. Jeden Sonntag Pack-Opening. Doch, der passt. Der passt einfach wie angegossen. Ich soll das Biene-Meier-Paket aufmachen. Verschickt wurde es von Marian aus Gladbeck. Ich kann mir schon vorstellen, dass so ein DL-Paket bote. Ich dachte so, okay, es fällt gut auf, knallt in die Augen. Soll ich das hier einfach mal aufmachen? Boah, der riecht echt gut.
Ah, warte mal. Wir haben erstmal hier einen Teddybär. Sehr, sehr kuschelig. Guck mal, wie gut wir früher miteinander waren. Komm einfach nach NRW, dann wird es wieder so sein. Stark bearbeitet. Also an der Stelle, ich kann euch jetzt schon mal sagen, wir saßen nicht gemeinsam am Tisch. Aber es ist ein sehr, sehr stark bearbeitetes Bild. Dann haben wir eine Menge Yum Yum. Thailand. Auch eine Suppe, Chat. Ah, Tom Yang Gung. Das ist die Suppe, Digga. Die Tom Yang Gung Suppe. Falls du experimentierfreudig bist, kannst du auf jeden Fall diese Nudeln ausprobieren. Guck dir die Anleitungen genau an. Übertrieben scharf. Mach mal die schon mal warm. Die werden wir auf jeden Fall jetzt probieren. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Komm nach NRW, sonst hau ich dir aufs Maul. Geil. Da sind 100% Süßigkeiten drin. Absender unbekannt. Sweet Basil Pesto. Die Tafelschokolade kenne ich. Ich hole immer meiner Mutter die roten. Red Bull Heidelbeere. Ich muss erstmal die Lippen sauber machen, dann die Maske drauf machen und dann abziehen, dann sind die weich. Und dann kann man Frauen küssen. Bitte nicht im Stream vorlesen, okay. Mach ich aber. Spaß, nein. Chat, wir haben jetzt hier die Suppe. Sieht aus wie Satans Blut. Um eine neue Flasche. Also die Nudeln schmecken nach gar nichts, aber es ist scharf. Ich liebe Schärfe, aber man muss immer die Mitte finden zwischen zu scharf und scharf lecker. Wisst ihr, ich meine? Und das war nicht scharf lecker, sondern das war zu scharf. Nächstes Paket. Von Erhard GmbH. Bruder, weißt du, was da drin ist? Guck's dir an. Guck dir bitte an, was da drin ist. Nein. Digga, gib mir. Das Mikrofon habe ich jetzt dreimal. Warum zum Teufel kommt das Mikrofon an? Ich schicke das zurück. Ihr müsst euch vorstellen, das Mikrofon haben wir einfach jetzt schon zum dritten Mal, ne? Ich hatte es zweimal gekauft, fragt mich nicht warum. Ich wollte es einen eigentlich verkaufen, aber es hat sich nicht verkaufen lassen. Und dann dachte ich mir, egal, behalte ich das einfach, falls das andere Mikrofon kaputt geht. Aber man sagt ja, alle guten Dinge sind drei, aber da auf jeden Fall nicht. Jetzt haben wir die zwei letzten Pakete, Chat. Und jetzt frage ich euch, welches sollen wir als erstes aufmachen? Das Paket mit einem L oder das Paket mit einem M? Absender ist nicht drauf. Was ist das? Niemand hat mir das da reingetan, ne? Ha, geil! Ey, Mann, das ist Chat, ich muss es eigentlich auflösen. Also, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr enge Freunde in Berlin. Es ist jetzt eine Art Insider. Die haben eine Katze, oder mehrere Katzen besser gesagt. Und wir haben einfach von einer Katze ein Paket erhalten, Digga. Einfach, wir haben hier einen kleinen Tiger. Und wir haben natürlich einen Brief bekommen. Guck mal, wie süß das aussieht, bitte, Chat. Für Daddyson. Lieber Dennis, ich möchte dir als Fan meine Frau schenken. Es läuft schon länger nicht mehr zwischen uns, deshalb schicke ich sie dir. Kümmere dich gut um sie. Liebe Grüße, Tiki. Wenn die Katze geschrieben hat. Das ist ein Schnappschuss von mir, wo ich auf der Couch saß. Und die Katze da unten ist die, die den Brief verfasst hat. Nur die Katze macht in dem Moment nicht gerade Brief verfassen, sondern sie macht gerade Nachwuchsbilden. Also sie hat auf jeden Fall hier gerade ein bisschen Spaß gehabt, die Katze. Das ist jetzt Paket M gewesen, ne? Nur, dass du Bescheid wisst, Chat. Und jetzt machen wir Paket L auf. Es sind wirklich krasse Pakete dabei gewesen. Also wirklich sehr, sehr gute Pakete. Alter, geiles Paket, Walla. Könnt ihr einmal Sammy in meinen Stream locken? Ich rufe Sammy bei FaceTime kurz an. Heute Sammys Nummer. Salam, Kusi. Bruder, heute ohne verarschen. Bist du live? Ja. Boah, ich hab ne kurze Sache, ne? Ja. Guck mal, ich mach grad Pakete und so auf, ne? Ja. War da echt schon skeptisch. Und ich bin jetzt gerade beim letzten Paket, Bruder. Und ich mach das auf und ich dachte mir, Bruder, da muss ich die Freude teilen. Du glaubst nicht, was mir jetzt als Paket geschickt wurde, ne? Was wurde dir geschickt? Oh mein Gott, Baba. Ja, ja, guck gleich. Ich stell das erstmal auf. Ja. Das macht man quasi ran. Bruder, einfach der Fresh in Marok, Digga. Ey, du Wichser, hast du das geschickt, Digga? Ich will deinen Namen wissen, Digga. Ich will den bei mir bannen, Digga. Warum schreibst du mir nie, Bruder, wie geht's dir? Bruder, was machst du? Wie geht's deiner Tochter? Wie geht's deiner Familie? Was machst du? Du musst mich immer anrufen, um mich zu ficken. Warum? Bruder, das Ding ist, ich schwöre, das war das Erste, woran ich denken musste. Bruder, ich mach das auf, ich guck einfach dein Gesicht, Bruder. Ich dachte, das Paket ist von dir. Hier, Bruder. Geil. Tränen wegwischen. Selbst ist ja schneller weg, als ich dachte, Digga.